Auf YouTube wieder euer Killerbär. Diesmal wieder da mit On the Road. Ja, was habe ich diesmal? Ich habe diesmal was für euch. Ich glaube, ich habe das bis jetzt auf YouTube noch nicht gefunden. Wie erkläre ich euch jetzt? Ich hatte ja den normalen Hänger, ja, den großen, den Auflieger. Den habe ich jetzt abgekoppelt. Und jetzt habe ich mir den Viehtransporter, oder Viehtransporterhänger, oder wie man sagt, mir gekauft für 60.000. Ich will mir den jetzt holen. Und dann müsste ich ja rein theoretisch es doch schaffen, die Ware zu holen oder zu kriegen. Wir sind gespannt. Ich markiere mir das jetzt mal ganz kurz hier. Genau. Wird hier gut festgelegt. Supi. So, Hammer. Ja, das sieht da schon. Was jetzt? Es wird ein 10% her. Auftrag abbrechen. Welchen Auftrag? Ich habe keinen Auftrag. Ich habe mit diesem LKW, den ich jetzt hatte, habe ich keinen Auftrag. Ja. Deswegen fahren wir jetzt hier nur hoch. Hier seht ihr es ja. Ich stelle mich mal so. Da geradeaus habe ich den Hänger abgestellt, den ich sonst auch immer hatte. Und da drunter steht jetzt mal LKW. So, gehen wir mal Cockpit-Ansicht. So. Und fahren jetzt mal los. Ah ja, und Bug habe ich auch schon rausgefunden. Die Zeit bleibt einfach stehen. Die 6 Stunden und 6 Minuten. Ich bin eben von Dortmund gefahren und es ist immer noch das Übliche. Ne? So, wie ich das geschafft habe, keine Ahnung. Ich habe nur ganz normal alles eingegeben. Von hier zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Also ich halte noch mal ganz kurz an. So. Machen wir jetzt mal ganz kurz. So. Ich habe da dit AM und dit AM. Mehr nicht. Und ich zeige das nicht viel auf. Aber es hat auch nicht gepiept. Kein bisschen. Hat es gepiept. So, wir holen uns dann wieder, wenn ich beim Anhänger bin. So, da bin ich wieder. Und da steht das gute Stück. Schauen wir uns das kurz mal an. Ah, schöner, ja. Weil ich wollte mal auch mal was anderes aufladen. Als Ware, ne? Aber wir müssen ja jetzt mal gucken. Noch habe ich ihn noch nicht angekoppelt. Den muss ich jetzt auch noch ankoppeln. Und dann gucken, wie das so wird. Komm, zeig dir Steine. So gut, ey. Ich mach's anders. Hm.
Na? Jetzt müsste er eigentlich. Komm, koppel an. Koppel mal an. Sieht also auch nicht so richtig. So leicht ist das auch nicht. Jetzt mal Koppel an, koppel auf die Scheiße an. Billy. Sind die jetzt angekoppelt oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, er ist angekoppelt. Ich hoffe es, ich hoffe es. Ich probiere es mal. Ja. Ich habe ihn ran, ja. Ich hab's geschafft. So, jetzt können wir noch mal besser begutachten. Ja, das ist der Viehtransporter. Wo man jetzt Schweinchen holt. Sehr viele Schweinchen. Freue ich mich jetzt auch schon auf. Ja, wir können ja jetzt mal gucken. Muss ich kurz mal auf Pause drücken. Dann gehen wir auf Firma. Logistik, schon erstmal gespannt. So, und jetzt, da hier braucht ihr gar nichts drücken. Wir müssen jetzt gucken. Na. Da war doch mein. Ja. Hey, cool, es funktioniert.
Es funktioniert. Jetzt können wir hier nimm mal Dü nach von Duisburg nach Kiel. Das sieht doch schön aus. Ja, seht ihr es ja? Ja. Perfekt. Ich muss auch nach Kiel, ey. Jetzt gucke ich auch, dass ich alles nach erstmal nach Kiel fahre. Weil es ja auch was Schönes, schönes Schweinchen. So, ich will euch jetzt auch nicht damit aufhalten. Sag ich jetzt mal, ne? Das kann jetzt was dauern, bis ich den LKW voll gemacht habe und so. Kann echt dauern. Deswegen hören wir uns dann wieder, wenn ich schon voll habe. So, jetzt die Aufträge gemacht habe. Ich denke mal, wenn ich dann beim Bauernhof bin, hören wir uns dann wieder. Dann bis gleich. Hallo liebe Leute, da bin ich wieder für euch. Ich habe den LKW jetzt an dem Bauernhof angedockt. Die Schweinchen laufen rein. Schön mit genüsslich, schöner Speck und Speckbauch. Ab zum Metzger. Nein, Scherz. Ich weiß nicht, wo ich den fahre. Schon, ich weiß schon, wo ich den fahre nach Kiel. Aber was die da mit denen machen, keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Den LKW rückwärts zu setzen finde ich eigentlich noch einfach hier. Ja. Du fährst ihn so möglichst rückwärts ran, bis das Grüne, die grünen Pfeile zu sehen sind, direkt. Hältst du an, lässt die Rampe runter, die Rampe, wo du jetzt drauflaufen. Und dann hast du noch so ein Tor da im LKW, den du auch noch aufmachen musst. Und dann laufen die Schweinchen rein. Ja. Ihr seht, es funktioniert. Ihr könnt einen anderen Hänger nehmen. Stellt ihr den alten Hänger, den ihr gehabt habt, bei euch in der Firma ab und nehmt den noch. So. Ja, das war's. Diesmal von meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, und ich hoffe mal, dass mein Spiel diesmal nicht abstürzt, weil ich habe immer Probleme. Irgendwie eine gewisse Zeit stürzt das Spiel immer ab. Deswegen, ich würde so gerne Livestreams machen auf Twitch, weil genau, ich bin, die Zeit kommen hier selten Videos, habt ihr ja schon gemerkt von mir, dass ich selten jetzt noch Videos hier raus habe. Klar liegt zeitlich, ist das bei mir begrenzt, mit Videos rauszuhauen. Mir fehlt einfach die Zeit dafür. Ja, was noch? Genau. Aber ich sag mal, auf Twitch bin ich öfter zu sehen. Da zeige ich auch zurzeit ein bisschen FIFA-Karriere mit FC Sunderland. Da bin ich eher so Manager, so kannst du sagen. Ich spiele nur wichtige Spiele wie Pokalspiele oder so. Und Ligaspieler, also ich größtenteils die KI spielen. Ich bin nur der Trainer, der auswechselt und der vielleicht an der Taktik was ändert. Sonst eigentlich gar nicht. Ja. Das war's. Cool. Ja, das war's jetzt. Machen wir zu. So. Ihr seht ja, wie es zugeht. Ja, die Schweinchen sind jetzt da drunter. Ah ja, da sind sie. Also Schweinchen. Auf Twitch könnt ihr mir ja gerne folgen, wenn ihr möchtet, müsst ihr aber nicht. Ja, müsst ihr nicht. Ihr müsst mir nicht folgen, wenn ihr nicht möchtet. Aber wenn ihr es möchtet, gibt's so hawkgaming.de zusammengeschrieben. Hawk ist groß. Gaming, was du zusammenschreibst mit Hawk, ist also K, ist auch groß geschrieben. Ah, G, ich meine G, nicht K, G. Und dann mit DE auch zusammen. Mit Gaming.de, ne, zusammengeschrieben. Das heißt Hawk Gaming.de.
Und dann findest du mich auf Twitch. So, ja, das war es jetzt erstmal von mir hier. Ihr habt jetzt gewählt, das funktioniert mit einem anderen Hänger. Ja, wenn ich noch irgendwas habe, was ich finde, wo ich denke, das muss ich euch zeigen, was eigentlich auf YouTube vielleicht sehr wenig gezeigt worden ist oder so von den Leuten, dann haue ich das raus. Dann haue ich das sofort raus und so. Das Einzige, was mich an diesem Spiel zurzeit stört, ist, dass es bei mir öfter mit einer gewissen Zeit abkackt. Dass die KI macht, was sie möchte. Dass manchmal eine KI einfach an der Ampel stehen bleibt, auch wenn es grün ist, nicht losfährt. Was haben wir noch? Sonst, ja, und dann, wenn du eine Ladung machen willst oder in der Hauptmenü bist, dass es immer laden muss, dass es sekundenmäßig hängen bleibt. Das ist das, was mich auch stört. Das zählt einen tierisch auf, lange auf. Das sind so die Punkte, die mich an diesem Spiel ein bisschen stören. Sonst muss ich sagen, für ein Konsolenspiel, für ein LKW-Spiel hier auf der Konsole ist das grafikmäßig schon gut gemacht. Sehr gut gemacht, meine Meinung. Finde ich. Die LKWs sehen richtig gut aus und so. Die Umgebung gefällt mir, die Grafik davon. Das mit den Städten haben die auch nicht schlecht gemacht, finde ich gut. Mit der Autobahn und so, dass du hier fast ganz Deutschland fahren kannst, finde ich auch gut gemacht, dass du tanken kannst und so. Und dass du deine Ruhepause einhalten musst. Klar gibt es da noch Bugs. Manchmal läuft die Zeit auch nicht runter. Dann bleibt die einfach stehen. Ja, dann kannst du fahren, wie du möchtest. Ist egal, kriegst keine Strafe, weil die Zeit nicht runterrattert. Oh, ja, was würde ich mir wünschen an diesem Spiel? Dass sie mal einen Patch rausbringen, was ja, KI-mäßig was zu tun hat. Dass so die KI ja nicht mehr so geisteskrank fährt. Dass die besser aufpassen. Dass du, wenn du jetzt in dein Menü bist und willst eine Ladung annehmen, dass es ein bisschen schneller geht, dass es nicht andauernd laden muss. Dass du immer ein paar Sekunden immer haken, dass es hängen bleibt. Ja, und dass mein Spiel nicht immer abkackt. Das sind so die Dinge, die ich mir wünschen würde, was die patchen sollten. Was ich mir ja noch wünschen würde, das wäre der größte Erfolg. Was ich mir aber eher weniger denke oder erhoffe, dass du deinen alten, eigenen Spedition, weil meine Spedition heißt nicht so, was da drauf steht, meine Spedition heißt Hawk-Spedition. Und da würde ich mir wünschen, dass du deinen eigenen LKW ja machen kannst. Das heißt hier so farbemäßig, dein Logo drauf, ne, dass du das eine da weg, sagen wir mal hier, so wie das hier, Premium-Logistik weg und dann steht da dann Hawk-Spedition zum Beispiel. Und dann nicht die, das graue, ja, ich sag jetzt mal das grau-schwarze, ne, dann würde ich eher so meine Farben reinbauen. Das würde ich mir wünschen. Was auch alle sich wünschen würden, was auch schon von vielen angesprochen worden ist, weil ich mir aber bei diesem Spiel aber eher weniger vorstellen könnte. Ich könnte mir das eher vorstellen, wenn die mal irgendwann mal einen zweiten Teil hiervon rausknattern. Aber hier jetzt bei diesem Teil wird es, glaube ich, eher weniger passieren, weil die sich, meiner Meinung nach, sollen sie sich mehr rein auf diesem Spiel erstmal fixieren. Das heißt, was ich gesagt habe mit der KI und Pipapo am Fehler, dass sie die erstmal beheben. Und dann rein auf online. Deswegen glaube ich nicht, dass die das hier einbauen. Wenn die jetzt noch hier online einbauen würden, das wäre echt geil. Mit Kollegen
auf Achse zu fahren, ne, das wäre echt ein Burner. Das wäre cool, aber glaube ich ja weniger, dass das eintrifft, weil das wäre zu viel Arbeit für die. Und das heißt dann, rein theoretisch würden die mehr das Gameplay, also jetzt die Grafik und so alles andere, was noch ein Fehler ist, zur Seite schieben. Und das wäre ein Fehler. Ich würde erstmal da, wo Fehler sind, würde ich mich rein theoretisch versteifen und wegmachen. Die haben schon eine Menge gemacht, muss ich echt sagen. Die haben jetzt von den Außenspiegels haben die jetzt gemacht, dass du jetzt gucken kannst. KI-mäßig haben die auch was gemacht. Haben meine Meinung zu wenig. Aber ich kann auch nicht über die meckern, weil das sind für mich Leute, ja, das sind keine Profis wie jetzt, weißt du, wie die jetzt ein COD-Spiel entwickeln oder ein FIFA-Teil entwickeln oder sonstiges. Solche Leute sind das nicht. Das sind in der Hinsicht, wenn du mit denen vergleichen würdest, ganz untere Liga. Die fangen jetzt erstmal an, die haben jetzt erstmal angefangen, so ein Spiel für eine Konsole zu entwickeln. Für die ist das echt alles auch Neuland. Das, was für uns das Spiel wie Neuland ist, ist für die das auch ein Neuland, das Spiel zu entwickeln. Deswegen dürfen wir eigentlich darüber nicht meckern. Wir können froh sein, dass es so welche Leute gibt, dass wir es überhaupt spielen können. Ne? Können wir echt froh sein, dass sowas, so ein Spiel, so ein LKW-Spiel auf eine Konsole gibt. Früher hätte man nie gedacht, dass es sowas auf der Konsole gibt. Wir können echt froh sein, dass Leute sich dahinter hängen und sich dann Gedanken machen, wie bringen wir so ein Spiel auf der Konsole. Und zack, bumm, hast du so ein Spiel auf der Konsole. Dass es Fehler hat, das wissen wir alle. Das wissen wir alle. Gib den Leuten Zeit, die brauchen Zeit. Jetzt in der Zeit mit Corona ist es noch schwerer, was zu machen. Man sieht es ja an andere und so. Einfach Zeit geben. Ich bin guter Hoffnung, dass es vielleicht dieses Jahr noch gut wird mit der KI und dass sie noch viel andere Patches rausknallen, die gut sind und dass das Spiel dann ein bisschen flüssiger läuft. Und wenn dann das alles funktioniert, vielleicht haben wir echt Glück, vielleicht haben wir ja auch Glück, dass die dann sich dann einen Gedanken machen mit Online. Klar, die würden sich auch wünschen, Konkurrenz zu sein von Eurotruck, aber so jetzt sind sie weit entfernt. Aber das wissen die ja selber. Das wissen sie selber. Naja, ich will nicht weiter rumlabern, sonst wird das Video zu lang und das will ich auch nicht. Aber ich wollte das mal loswerden, was ich mir so denke und erhoffe und so sonstiges. Und ihr könnt ja gerne unter diesem Video in den Kommentaren gerne schreiben, was möchtest du denn geändert haben von diesem Spiel? Oder was kotzt dich an diesem Spiel? Ne? Schreib das in den Kommentaren unten rein. Mein Gott, ich bin auch mal gespannt, was ihr darüber denkt, über diesem Spiel. Wie findest du das Spiel? Was sagst du über dieses Spiel? Wie findest du die Grafik? Ne? Schreibt einfach das mal unter den Kommentaren, würde ich mich freuen. Ich lese mir die Kommentare auch durch. Ne? Und beantworten tue ich sie dann auch. Wenn eine Frage ist, die ich beantworten kann, dann beantworte ich die. Aber sonst wird ja schon Sinn, dass ich auf eure Kommentare reagiere. Naja, das war es jetzt von mir. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit diesem Video. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal.
Mal schauen, was ans nächste On the Road Video rauskommt. Vielleicht beim nächsten Patch. Oh, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Oder wenn ich was finde, wo ich mir denke, das gibt es noch nicht auf YouTube, das hat noch keiner gezeigt oder noch keiner gefunden. Und der liebe Killerbär hat es gefunden. Naja, lasst euch überraschen. Na gut, damit verabschiede ich mich, bedanke ich mich bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal, euer Killer.